First of all, congratulations to Dusseldorf. You can hear by my voice, I'm losing it as the season goes on, it gets worse. But congratulations to them for their win. They're fighting right now very hard. And they've had some big results of late. And we knew that coming into the game, that it was going to be a difficult game. But I was very happy with our play. I thought we had a very strong road game. I think we had close to 40 shots. And we're not giving up odd-man rushes. And I thought we did a good job tonight. Unfortunate for us that we didn't get the points. But great win for Dusseldorf, and we'll be ready for Sunday. Ich fasse kurz zusammen. Wie man an der Stimme hören kann, wird es gegen Ende der Saison immer ein bisschen schwieriger. Glückwunsch an Düsseldorf natürlich. Die Nürnberger wussten, dass ein großer Kampf auf sie warten wird, dass eine schwere Partie wird. Nürnberg hatte aber auch, Rod Wilson ist mit seiner Mannschaft sehr zufrieden, hat einen guten Job gemacht, unglücklich am Ende die Punkte verloren. Und noch einmal Glückwunsch an Düsseldorf. Und dann Christoph. Ja, wir sind sehr froh über den Sieg. Ich denke, es war ein sehr enges Spiel, über 60 Minuten. Auf beiden Seiten waren viele Chancen da. Beide haben aber versucht, ihr Tor wirklich zu verteidigen und die Rebounds wegzunehmen. Es war sehr, sehr schwierig. Wir haben dann Gott sei Dank das 2-1 geschossen und ich denke, das Spiel war dann schon auf unserer Seite. Es war natürlich sehr, sehr, sehr schade, dass wir 20 Sekunden vor Schluss das 2-2 hinnehmen mussten. Aber das ist so ein bisschen auch, sowas passiert auch nicht oft. Und wir wissen, dass er selber weiß es ganz, ganz besonders, dass der Rob Collins in dem Moment da einen Fehler macht und es sicherlich gut meint und die Scheibe abspielen will, aber da muss er es eher sicher spielen. Aber ich glaube, es gibt nur wenige Spieler, die danach die Nerven haben und zwei Penaltys verwandeln, da muss ich auch sagen, nach diesem frustrierenden Fehler, der uns einen Punkt sicherlich gekostet hat, muss ich aber trotzdem sagen, wirklich Respekt vor Rob, dass er zwei Tore oder zwei Penaltys verwandelt, dann auch unter Druck, wo Nürnberg in Führung war mit einem Tor, also er musste treffen, da muss ich schon sagen, wirklich Respekt davor. Selig. Den einen Punkt mehr hätte uns natürlich, sehr gerne genommen. Aber jetzt gehen wir zum nächsten Spiel in Bremerhaven und werden dort auch wieder versuchen zu punkten. Und so werden wir von jedem Spiel zu Spiel gehen und versuchen, unsere kleine Chance zu wahren.